Eigenschaften. Es gibt solche und solche. Charaktereigenschaften sind breit gestreut. Der eine ist schroff, der andere fing, grob und fein. Es gibt anständige Lück und fiese Möppe. Es gibt Stuppe, kleine, halbwasene, halbstarke und Bunnestange, hochgeschossene. Hat ist hart, wie Hochdeutsch. Es gibt harte Menschen und harte Hetze. Man kann aber auch hat Kalle. Dann bedeutet hat allerdings nicht hart, sondern laut. Das Gegenteil von hat Kalle ist hörsch fispele, flüstern. Hü heißt jäh, ne Hühe jäck ist ein Hitzkopf, bei dem alles jäng, pflück, rasch, alles ob E-Moll jorn muss. Jatz heißt bitter, giftig, giftig im Sinne von falsch, übel, launisch. Jod, Gesatz, Mensch, eine kräftig gebaute Frau, arbeitet besser als ein marerie Knauch, dünne mit hervorstechenden Skelettteilen. Jod, Mansen heißt Freundschaft. Und Jod, Mam ist eine mit allen weiblichen Attributen ausgestattete Frau, vor allem über der Gürtellinie und Hüngenerüm. Kinder sind klinzig, klein und im Sommer black, nackt. Alle Menschen kriegen Grieshoor und werden katzig oder katzpuckelig, also widerborstig und eigensinnig. Penningsfützer sind von Hause aus kiepig, kniestig oder karstig. Alles drei für geizig. Alte Möhnen, krütschelig, welk, labbelig, unfest, klutzig, gluckenhaft, ungeschickt und manchmal auch knusselig oder knösterig, unsauber, zuweilen auch knutzig, stur. Durchtriebene sind loderig, gerissen, nickelig, berechnend, dreckelig, gemein und widdelig, empört. Nichts spricht dagegen, Luis zu sein, also schlau, pingelig, genau, staats, adrett und schnackus, geradlinig. Nicht gern gesehen sind Leute, die schnöselig, also vorlaut, schroh, unfreundlich, schüf, verschwenderisch, uselig, unansehnlich oder randösig, verrückt sind.